Abend, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ja an meinem Messer hier noch ein bisschen Probleme, dass hier oben die Halteplatte, die jetzt hier gerade nicht drauf ist, die ich letztes Mal gemacht habe, nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Sie hat die Klinge festgehalten, aber nie wieder losgelassen, wenn es einmal festgeschraubt war. Und da habe ich jetzt heute nochmal neu gemacht, das ein bisschen umgearbeitet. Und das Ergebnis zeige ich euch jetzt. So, hier ist die neue Platte. Ich habe nicht wirklich viel geändert, außer da oben diesen Steg runtergenommen. Der war vorher auf na, knappen 1,2, 1,3, irgendwie sowas. Und jetzt ist er auf 0,5 mm. Und wie man sieht, hier, der lässt sich jetzt hier biegen, während so in dem alten, da könnte ich davor drücken, wie ich wollte. Da kam nicht viel. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das damit funktioniert. Dann hatte ich ja noch ein anderes Problem das letzte Mal gehabt. Um die Teile auf der zweiten Seite zu halten, hatte ich mir so eine schöne, ja, Vakuumhalteplatte genommen. Das Vakuum war da niemals dafür gedacht, dass das das festhält. Im Sinne von, dass das hier diese seitliche Bewegung ausgleichen kann, sondern es sollte es einfach nur unten halten. Und ich hatte die Tasche mit einem Aufmaß von minus 0,1 mm gemacht und das war einfach viel, viel, viel zu viel. Das heißt, die Tasche war zu groß und das Teil hat da drin rumgewackelt wie ein Lämmerschwanz, gerade wenn er diese Senkung hier reingemacht hat. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und die habe ich jetzt nochmal neu gemacht mit einem Aufmaß von minus 0,025, glaube ich, habe ich jetzt drin. Also ganz minimal größer und jetzt geht das mehr oder weniger saugend da rein, geht auch nicht mal ebenso einfach raus. Und da wackelt jetzt effektiv nichts mehr und damit funktioniert das jetzt so, wie ich mir es gedacht habe. Und hier mal gerade ein Video dazu, wie das aussieht. Also, das ist jetzt zufriedenstellend. Jetzt ist die große Frage, ob das hier drauf auch hält, ob es die Klinge hält und ob ich sie wechseln kann. Also schraube ich das mal wieder zusammen. Gut, jetzt mal gucken. Sieht man das, wenn ich sie bewege? Also, da bewegt sich ein bisschen was. Und jetzt gucken wir mal. Funktioniert. Bisschen Angst habe ich, dass wenn man da zu viel Gewalt anwendet, dass man es rausbiegt dauerhaft. Da muss ich noch gucken, ob mir das so gefällt oder nicht. Aber das Grundprinzip funktioniert schon mal. Und ansonsten muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Damit ist der erste Produkttyp soweit funktional, fertig und alles klappt, was klappen soll von der Funktion her. Geht relativ gut auf. Also jetzt mit dem ganzen Gewicht hier vorne dran, das hat wahnsinnig viel ausgemacht. Also man braucht jetzt gar nicht mehr so stark diesen Druck, da muss man relativ schnell. Jetzt kommt er einfach sauber. Das geht. Echt schön sauber, geschmeidig. Er kommt auch, wenn ich ihn hier solange ich den da auf habe, von selbst runtergefallen. Man stoppt es dann da mit dem Finger und dann klemmt es aufgrund der Klemmung hier. Aber man läuft nicht Gefahr, dass man sich da die Finger mit abschneidet, wenn es aufmacht. Das ist auch ganz nice. Gut, damit habe ich endlich ein erstes komplett funktionsfähiges Messer, komplett aus Aluminium. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt habe ich aber ein paar Punkte, die mir nichtsdestotrotz nicht so gut an dem Ganzen gefallen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen was zu tun für den zweiten Anlauf. Fangen wir mal vorne an. Also, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich hier vorne dieses dumme Muster hier drauf habe da. Das ist schlicht, weil das hier vorne nicht supported ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es angehe. Das Ganze kommt noch dazu, dass ich hier diesen scharfen Kanten da vorne drin habe. Hier die. Die gefällt mir so überhaupt nicht, weil das ist echt nicht schön. Das heißt, den Schämpfer hier, da, den möchte ich nicht kleiner machen.
Also muss ich das Ganze wieder ein bisschen höher machen. Das ist ein knapper halber Millimeter, den ich das hoch machen muss, plus noch ein klein bisschen extra. Und ich habe auch gleichzeitig da hinten drin diese Problematik gehabt, dass ich, wenn ich diese Schräge hier gefräst habe, mir da hinten gnadenlos immer reingegangen bin. Es ging hier nicht anders. Die Sachen muss ich redesignen. Ich werde das hier jetzt höher machen, dem hier einen kleinen Steg geben, dann eine Tasche da drin haben und die Schräge nicht mehr mit dem Schämpfer, sondern per Abzeilen mit einem Kugelkopf machen. Das wird nicht ganz so glatt aussehen hinterher, sondern eher so wie hier vorne die Fläche dann. Aber das sollte mir hier vorne ein bisschen mehr Material geben, dass ich hier diese Kante hier weg habe und gleichzeitig da hinten die Problematik lösen. Dann habe ich das adressiert. Ich weiß nicht, ob mir das zusätzliche Material, was ich da reinbringe, gleichzeitig hilft, dieses Muster hier zu vermeiden. Das muss ich ausprobieren. Ich habe dieses Wellenmuster allerdings nicht nur an der Stelle, hier ist ganz extrem, sondern auch hier in dem Bereich. Es ist ein bisschen drin über die komplette Fläche und allgemein ist das Messer extrem leicht. Als ich das letzte Mal Frau in die Hand gegeben habe, die meinte, oh, das wiegt hier nichts. Das gefällt mir auch noch nicht so. Das heißt, ich werde diese Aussparung, die ich jetzt hier unten drin habe, da einen Millimeter weniger rausnehmen. Das heißt, die Griffschalen ein bisschen schwerer machen. In der Hoffnung, dass mir dieses Muster, was ich hier auch hier auf der Seite drauf habe, ein bisschen reduziert wird und ich werde doch noch mal mit dem anderen Fräser, den ich hier bei denen genommen habe, das Ganze probieren. Das Muster ist einfach ein bisschen griffiger als das hier. Das hier ist extrem glatt, wenn man das in der Hand hat. Das ist griffiger und ja, man sieht auch bei dem hier, es verkratzt extrem schnell. Ist jetzt noch nicht alt, das Messer, hat schon viele Kratzer drauf. Das ist extrem glatte. Das ist beim Alu einfach ja nicht so optimal. Je nachdem, wie ich es mache, werde ich die hinterher auch in Tumblr schmeißen. Das muss ich noch gucken. Aber ich werde mal mit dem Muster hier erstmal fürs Planfräsen gehen, um zu gucken, ob das Schwingen dann allgemein ein bisschen besser wird. Dann habe ich designtechnisch noch ein Thema hier hinten, dieses extrem eckige. Das war eigentlich absichtlich drin, weil ich es ein bisschen eckig halten wollte. Aber gerade diese Ecke hier hinten da, die ist extrem doof, wenn man das Messer hier so in der Hand hat. Gerade beim Aufmachen, dann hält man es so. Diese Ecke, die hat man immer hier hinten irgendwo drin. Die habe ich als, ja, ich sag mal, unangenehm empfunden die ganze Zeit. Das ist was, da habe ich das Modell jetzt so geändert, dass ich die jetzt doch alle abgerundet habe. Nicht stark, aber so ein bisschen, dass diese spitze Ecke, die hier entstehen, die raus habe. Das kommt fürs nächste auf jeden Fall dabei. Dann hatte ich ja schon mal angesprochen, dass ich diese Schraube hier ein klein bisschen ungünstig an der Stelle platziert finde im Nachhinein mit der Aussparung hier. Das hat sich ein bisschen reduziert durch den Cutout hier hinten. Nichtsdestotrotz ist hier vorne an der Stelle hier ein schmaler Steg und da ein schmaler Steg, der dieses Material hält. Das hätte ich eigentlich gern ein bisschen mehr. Das heißt, die werde ich etwa hierhin bewegen. So da ich hier von oben noch gut hier mit montierten Griffschalen rein und raus machen kann, um es zu wechseln, aber dass ich hier weiter davon weg bin. Gleichzeitig könnte ich hingehen, das hier ein bisschen mehr, dieser Ausschnitt ein bisschen länger machen und das vielleicht doch ein klein bisschen dicker, dass ich ähnlich wie hier vorne diese Federwirkung über eine längere Fläche habe, nicht auf so einer kurzen Fläche und dem ja, dauerhaft verformen dann da ein bisschen entgegenwirken kann. Ist die Hoffnung. Ansonsten gefällt mir hier vorne das tendenziell soweit ganz gut. Es ist ein bisschen doof jetzt, dass, wenn man sich das anguckt, hier das Muster von der Platte vom Planfräsen jetzt so rumgeht, das andere Muster geht alles so. Da habe ich schlicht, als ich das Material, aus dem ich gemacht habe, das heißt beidseitig schon mal vorgeplant, dass es auf der richtigen Stärke ist, nicht so drüber nachgedacht, dass das hinterher nicht mit dem übereinstimmt. Kann ich jetzt erstmal nicht ändern, weil ich das Material so weit schon für ein paar noch da liegen habe, runtergefräst. Das würde ich aber, wenn ich da nochmal dran gehe, definitiv irgendwie anders machen, dass das mehr aus einem Guss wirkt. Also das gefällt mir hier nicht so. Ähnlich wie man es hier sieht. Von der Seite
die Halbmonde gehen hier so in die Richtung, hier gehen sie in die andere Richtung. Das heißt, laufen genau hier zusammen. Das ist irgendwie nicht so schön. Einen davon werde ich umdrehen. Ich denke mal den hier, dass die so eine Fortsetzung bilden dann. Das wird bei dem Muster nicht mehr ganz so stark sein, weil es eh in beide Richtungen geht. Mal gucken, wie es dann aussieht. Das sind so die Baustellen, die ich jetzt definitiv angehen möchte für das zweite. Und dann haben wir noch mechanisch einen Punkt. Hier vorne die Stelle ist, die lässt sich nach wie vor ganz hier durchschließen. Das soll eigentlich hier reingehen und dann da festklemmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass das ganz durchgeht oder nicht. Weil so kann es sich definitiv nicht verklemmen. Also es ist immer zu öffnen hier. Während wenn es da reingeht und dann festklemmt, besteht die Möglichkeit, dass sich festklemmt und man hier da so einen Losbrechmoment hat. Das muss ich ausprobieren. Der Winkel, der hier drin war, an der Stelle, der hat nicht ganz gepasst. Der war hier vorne. Sieht man so schlecht, ne? Die Fläche, die, wenn man hier oben da reinkommt, diese Kante war zu weit hier rüber. Das heißt, er ist hier immer gegen so einen Hubbel gelaufen und man musste da drüber drücken. Das habe ich jetzt einfach ein klein bisschen weggefeilt. Für die Version hier, das wird bei dem nächsten Versuch diese Kante da ein klein bisschen weiter in die Richtung und dafür die hier unten ein klein bisschen weiter runter, sodass ich unten mehr Material habe und oben weniger, dass das sauber hier reinfällt. Ansonsten ist es von der Mechanik her genauso, wie ich es haben wollte. Ich habe hier vorne wirklich schön einen Gegendruckmoment. Also ich kann so ein klein bisschen drehen und dann kommt er erst drüber. Die Rampe für den Detent Ball hier vorne, die ist auch okay. Man merkt ganz klein bisschen, wenn er drauf kommt und dann geht er sauber hochgeführt und geht dann sauber da drauf. Man sieht schon deutlich da drin eine Spur, die Kugel hinterlassen hat im Material. Aber ich habe es jetzt, glaube ich, ein oder zwei Wochen bei mir am Schreibtisch liegen und eigentlich den ganzen Tag immer nebenher so ein bisschen mit auf und zu spielen. Aber der hat schon ein paar Cycles jetzt gesehen hier. Die Bohrung für den Detent Ball da oben drin, die da drin ist, die hält bisher ganz gut. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die zu stark anfängt auszuleiern. Das hat sich bisher nicht bewahrheitet. Also ist jetzt noch kein Langzeittest, ne? Aber das fühlt sich soweit gut an. Kann ich gut mit leben. Und ja, vom Grundprinzip her, dass das jetzt hier funktioniert, ist sehr schön. Es sitzt auch super drin, die Klinge. Vielleicht hat es ja ein oder andere gewundert, wieso hier innen drin auf der Halteplatte hinten so ein Slot drin ist. Den hatte ich da reingemacht, um für den Fall, dass die Klinge hier drin ja zu viel Spiel hat, so anfängt zu klappern, dass ich da noch ein kleines gebogenes Federblech reinsetzen kann, um die zu halten. Ist jetzt hier aber im Endeffekt, wenn man so von oben guckt, dass hier eine Feder so da hochgebogen wäre, die dann da hinten dagegen drücken kann, um die Klinge ein bisschen gegen die Halteplatte hier vorne zu drücken und um das Spiel rauszunehmen. Aber ist jetzt so, ehrlich gesagt, an der Stelle überhaupt nicht notwendig. Das hält. Gut, ich glaube, das sind so die Baustellen, die ich jetzt für das nächste vor mir habe. Und neben dem ganzen Sachen, denke ich, werde ich beim nächsten auch jetzt mal gucken, da ich mit dem Pattern hier drauf rumexperimentiere, dass das nicht einfach nur so glatt ist. Da möchte ich jetzt, glaube ich, mal ein Pattern drauf kriegen langsam. Und gucken, wie das dann aussieht. Ansonsten, es funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Ja, wie man sieht, im zweiten Anlauf hat es dann wieder funktioniert. Da muss ich mich definitiv ein bisschen dran tasten. Immer wenn ich so Federmechanismen in Alu mache, beim ersten Schuss funktioniert das irgendwie nie. Jetzt geht es. Jetzt habe ich endlich einen funktionierenden Prototypen, der alle Features, die ich drin haben wollte, hat und der soweit funktioniert. Freut mich sehr. Jetzt geht es so ein bisschen ans Feintuning. Und dann mal gucken, wie gut das dann immer an den verschiedenen Stellen klappt. Aber das sehen wir ja nächstes Mal. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Habt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.